Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. So erzählt es der Evangelist Lukas in der Weihnachtserzählung. Die Engel verkünden den Hirten Frieden auf Erden. Über all die Jahrhunderte war das Weihnachtsfest das Fest des Friedens. Man kommt in einem heimlichen Weihnachtszimmer zusammen mit seinen Lieben, erfüllt vom Kerzenschein, dem Duft des Tannenbaums, Geschenke als Ausdruck der Zuwendung. Was macht es mit den Menschen, wenn dieses traditionelle Weihnachtsfest nicht im Kreis der Familie stattfinden kann, sondern man als Soldat im Felde steht? Im Ersten Weltkrieg wurde gleich ab August 1914, nach Beginn des Krieges, in Ostpreußen schwer gekämpft. Die russische Armee war einmarschiert. Über 1000 Ortschaften wurden zerstört. Hunderttausende von Menschen waren auf der Flucht. In zwei großen Schlachten bei Tannenberg und die Schlacht bei den Masurischen Seen wurden diese russischen Armeen zunächst hinausgeworfen. Im Februar gab es dann eine dritte Schlacht. Viele Soldaten waren damals im eisigen ostpreußischen Winter an der Front, auf dem Feld, fern ihrer Lieben, Kälte, Angst und Tod ausgesetzt. In diesem ersten Kriegsweihnachten kümmerte sich die Heeresleitung, weil die Ressourcen noch da waren, sehr um die Moral der Truppe. Sie schenkten den Soldaten kleine erleuchtete Weihnachtsbäume, von zu Hause kamen Päckchen mit etwas Warmem, etwas Süßem. Und dies wird in dieser Szene eingefangen. Ein Wagen bringt den fröhlichen, glücklichen Soldaten die lang ersehnte Nachricht von zu Hause und ihm kleine Geschenke, sodass das seltsame Weihnachten nicht völlig ausfallen musste. Es ist übrigens überliefert, dass gerade an der Westfront, aber auch an der Ostfront, es an Weihnachten selbst zu einer Verbrüderung gekommen ist. Über die Front hinweg haben sich die verfeindeten Soldaten begrüßt, sie haben zusammen gesungen, zusammen gespielt und wenige Tage danach wieder aufeinander geschossen.